wieder los? Schön in den Bumper rein und da sind wir wieder. Ich hab schon wieder nicht das Spiel. Das ist das Spiel. FlyQuest gegen Golden Guardians. Ja, letztes Jahr haben wir eben schon angesprochen, die beiden Teams, die eher weiter unten angesiedelt waren. Dieses Jahr FlyQuest mit Änderungen, über die man diskutieren kann. Bei Golden Guardians muss man sagen, straight up Upgrades, meiner Meinung nach. Also sie haben jetzt Olli als Support, der mit Team Liquid erfolgreich war. Ist jetzt die Frage, ob es an Olli lag. Wahrscheinlich nicht alleine, aber ich muss sagen, er hat Doublelift gut ergänzt. Das muss man ja auch mal gut heißen, weil Doublelift ja auch ein schwieriger Mensch ist. Ist das so? Ja. Ich weiß nicht, ob im Team wirklich so schwierig ist. Also, kann ich mir nicht mal vorstellen, so ehrlich gesagt. Auch hier wieder Olli-Interview. Das Olli-Interview mit Olli? Ja, genau das. Aber er meinte auch, er war teilweise ein bisschen erschrocken darüber, wie Doublelift ihn angeschrien hat. Also, ich meine, das passiert. Aber was ich noch zeigen wollte, das fällt mir gerade ein, wir gehen mal ganz kurz in den Cleanfeed. Da seht ihr, dass die gerade noch einen Timer haben. Schaut euch Honza an. Also schaut euch den Hund an bei Honza. Wuff. Ja. Ist das, was ist das eigentlich für ein Kostüm? Ist das Biene Maya? Das ist so ein Bimo-Skin für Pogma. Ja, ich sehe es. Ja, warum auch immer. Ja, auch das gehört dazu. Die haben natürlich ihre eigenen kleinen Memes. Vorhin, das haben wir leider nicht gezeigt. Cloud9 haben so Posen gemacht, die was buchstabiert haben, um Team Liquid so ein bisschen zu bantern. Das werde ich jetzt hier nicht aussprechen, weil das toxic ist. Das meine ich natürlich nicht, denn ich bin reformed. Ich habe es nicht mal gesehen. Nicht? Nee. Ja, du warst mit Analysieren beschäftigt. Ja. Ich gucke ja die ganze Zeit nur hier hin. Ja, das ist ja egal. So, kommen wir zu dem Matchup, gerade schon angesprochen. Für mich ist Golden Guardians so ein Team, was auf jeden Fall in die Playoffs rutschen könnte. Du hast ihn in der Pause ein bisschen verlauten lassen, dass du das nicht so glaubst. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob Frogs noch bringt. Das ist, das ist tatsächlich sehr interessant. Frogs meinte... ist es. Frogs meinte, 2017 war sein bestes Jahr und da wurde er am härtesten kritisiert. Er meinte so, ich weiß mich gar nicht, was mein bestes Jahr ist. Ja, hat er gesagt. Auch wieder im Interview mit Travis Gafford. Alle und meine Informationen hole ich mir daher. Also wenn der irgendwann aufhört, dann bin ich dumm. Bist du nutzlos. Nutzlos. Ja, das, keine Ahnung, Frogs hat ja aber... Ich habe von Frogs das letzte Mal von Origin da halt gesehen und Origin haben ja in den EU Masters da gespielt. Ja. Forgiven war jetzt auch nicht so überragend, aber Forgiven ist halt immer noch insane. Aber ich fand Frogs halt nicht so mega insane, wie er früher mal war. Aber das ist halt, ich habe so eine nostalgische Brille auf, wenn ich generell League of Legends sehe. Mich flasht auch eigentlich nicht mehr so wirklich was, wenn ich das sehe, weil ich halt gefühlt abgehärtet bin. Früher war ich like, oh mein Gott! So zum Beispiel das XP-Key, ne? Der Backdoor oder so. Hoffentlich hört Kevin mich nicht. Oder solche Sachen. Und da war ich halt wirklich mit Herz und Seele dabei und war komplett geflasht. Jetzt nach 8 oder 9 Jahren League of Legends hast du alles irgendwie schon mal gesehen. Und dass wirklich irgendwas kommt, was dich hart flasht, meh. Und wenn Frogs halt schon lange dabei ist, ist es auch schwierig zu gucken und zu sagen, Frogs ist jetzt wieder insane. Also, er ist gut! Aber nichts Insanes. Ja, wir werden es beobachten auf jeden Fall. Was wir erstmal beobachten, ist, dass FlyQuest-Lineup in der Top-Lane Viper eigentlich, oder ehemaliger Riven One-Trick-Pony-Spieler. In der Mitte haben wir Pobalter, auch ehemaliger TL-Spieler. Und der trifft aus ihren ehemaligen Kollegen Olli, wie gesagt, zusammen mit Deathlane, Birdlane, Frogs in der Mitte. Der ist aber auch pumped, muss man sagen. Ja, der pumped. Contracts im Jungle und Horns auf der Top-Lane. Contracts ja auch damals bei Cloud9 mit seinem Rookie-Split, war auch komplett im Gespräch und alle waren hinten, das ist der neue NA-Jungler. Ist ja ein bisschen abgeflacht, deshalb auch zu Golden Guardians gegangen. Ja, hier sehen wir noch ein paar Statistiken. Ja, Honza, 3-mal NA-LCS gewonnen mit TSM. Contracts hat eine echt gute Winrate, muss man sagen. 54,6% dafür, dass er eben letztes Jahr mit Golden Guardians nicht so erfolgreich war. Mhm. Ja, Frogs, einmal EU-LCS. Frogs ist sowieso eine Seite, er ist der ewige Zweite gefühlt. Ja. Also er hat einmal mit Elements oder damals mit Alliance gewonnen. Ja, ganz früh lief es richtig gut und dann irgendwie... Oder das CLGEU noch. Das war noch Zeit. CLGEU war klasse. Aber was ich viel lustiger finde, ist, dass... Das ist irgendwie traurig, dass sie bei Deathly sagen, 25% in der LCS Winrate. So. Sie haben anscheinend keine Stats, die was Besseres aussagen. Ja, das Ding ist, Deathly war so immer der Lichtpunkt, der Hoffnungsschimmer bei Golden Guardians letztes Jahr, muss man sagen. Er war auch der erste NA, der Heimerdinger auf einem guten Level gespielt hat. Ich glaube, er war auch der einzige, der Heimerdinger in NA auf einem guten Level gespielt hat. Ja, mal schauen, ob er diese Season ein bisschen besser dabei ist. Heimerdinger, underrated, würde ich sagen. Also ich meine, wenn Ice jetzt hier wäre, wird der drum betteln, dass wir den Heimerdinger sehen. Der ist nicht hier, ich hoffe einmal, wir sehen ihn nicht. Ja, ich bettle auch nicht drum, weil ich bin ADC Main. Und wenn ich gegen Heimerdinger lane, bin ich genervt. Ob das auf Botlane oder auf Toplane ist, wenn ich mal irgendwie Offroll bin, so. Der Char nervt, so, weil er ist sicherlich witzig zu spielen, wie einige andere Champions, aber das Ding ist, man muss auch denken, wie ist es dagegen zu spielen, ne? Man muss mal weg vom E-Sports und vielleicht sich auch mal ein bisschen die Spiele reinversetzen. Und gegen Heimerdinger zu spielen nervt. Weil er macht nichts anderes als pushen. Ganken ist schwierig, gegenpushen ist schwierig. Du wirst gefühlt für alles gepunished, was du machst. Ein Step zu weit nach vorne, du kriegst 70 Raketen ins Gesicht. Anstrengend. Anstrengend, anstrengend, anstrengend. Ja, das auf jeden Fall. Hier natürlich auch nochmal Viper im Blickfeld. Ja, Riven Main. Ich denke nicht, dass wir sie heute sehen. Wobei, wir hatten heute in der LEC eine Riven Mitte.
Ja, vielleicht lässt sie sich dadurch ein bisschen anstarren. So, okay, ihr spielt Riven Competitive. Ich mach das auch. Hat die Riven gewonnen? Ich habe das Spiel ehrlich gesagt nicht gesehen. Nein. Aber also eine gute Performance. Das lag, glaube ich, nicht an der Riven, sondern eher an der Teamleistung overall. Mhm. Und hier auch Santorin im Bild, ist auch eine interessante Person. Er hat auch schon so viele Teams durch. Ja, gut. Ja, was sagt denn dein Gehirn natürlich? Ja, mein Gehirn sagt, er ist jetzt wieder in der NLCS, ne? War ja vorher bei H2K. Ah. Und ich bin gespannt, was er jetzt spielen wird. Sejuani ist ja einer der heißen Picks. Hat er in 2018 nicht so überzeugt, hat er nur, ich würde sagen, ein Drittel der Games gewonnen aus 6. Wo du diese Statistik nur hernimmst, ja, ist ja insane. Ja, ich hab einfach, ich weiß einfach zu allem etwas. Das ist richtig. Ja. Das ist, dafür bist du auch da. Ja, ich nehme an, sein Trundle ist ziemlich gut. Ne? 7 Spiele hat er gespielt, 71,4% Winrate. Das nicht schlecht. Das ist sehr solide und das ist eventuell. Aber viel, viel interessanter sind halt noch ein paar andere Picks in diesem Spiel. Zum Beispiel Hornser, ne? Von Gallen Guardians. Spielt einen sehr starken GP. Ne? 2018 hat er 10 Spiele auf GP gespielt und davon 9 gewonnen. Das ist insane. Und auch sein Zion, 11 Spiele, 72,7% Winrate. Das ist sehr, sehr stark und das sind halt Picks, wo man sich vielleicht ein bisschen vorsehen muss. Ne? Gerade auf Seite von Viper, der nicht so die soliden Winrates hat. Auf seine Riven hast du angesprochen, nur 50% in 10 Spielen. Allerdings sein Ken, ne? 5 Spiele, 100%. Das heißt, er hat 5 von 5 gewonnen. Richtig. Ja, das Boah, bist du mal schlau. Mathe war ich immer gut, bis die Buchstaben kamen. Aber das ist jetzt also nicht bis zur 5. Klasse. Hey, na gut. Bis es mehr Buchstaben als Zahlen waren. Ja, ja. Ja, was ich gerade noch ansprechen wollte, weil du Hornster so lobend erwähnt hast mit den Winrates. Bei TSM war so das Problem, da gab es sehr viele Spieler, die Ressourcen wollten. Also Bjergsen, Sven, die wollten natürlich alle irgendwie an Gold kommen. Hornster ist das immer ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass bei Golden Guardians der Fokus ein bisschen von der Botlane weggeht und man sagt, hey, wir wollen Froggen und Hornster vorne haben. Und das wäre ein Duo, das für sehr viel, ja, Trouble für die Gegner sorgen könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass Viper hier ein sehr schwieriges Game haben wird und dass Golden Guardians eben diesen Vorteil in der Toplane ausnutzen wird. Denn ich sehe Hornster immer noch als sehr guten Toplaner an. Letztes Jahr war einfach nicht sein Jahr, sind wir ehrlich. War nicht gut, aber... War nicht gut, ja, aber kann man ruhig mal so sagen. Ja. Ne? Ja, dann schauen wir mal, was der Draft uns hier aussagen wird über deine Theorie. Springen wir direkt rein. Ich bin gespannt. Ich finde es schön, dass sie die Farben von den Drafts immer anpassen. Ne? Ja. Das sieht echt schön aus. Mir gefällt dieses... Also klar, es ist ein bisschen verwirrend, dass beide Teams irgendwie so sehr dieselben Farben haben, aber es ist... Fürs Auge finde ich sehr angenehm. Ja, wir halten fest, Foxy mag Farben. Ja. So, die Buns ähneln sich natürlich wieder. Es ist leider auf diesen Patch immer noch so ein bisschen festgefahren. Aber habt keine Angst. Nächste Woche, 9-2er-Patch wird unser Patch. Dann gibt es nämlich sehr viel Veränderung. Vor allem in der Anfangszeit wird interessant zu beobachten, welches Team eben schnell adaptiert. Das ist eben auch in der Competitive-Szene wichtig. Hm, ja. Cassio-Bun, Aatrox-Bun. Draven-Bun ist mal was Neues gegen Deathly hier. Ja, Draven hat sich gezeigt. Ist ziemlich, ziemlich stark. Das ist natürlich die Frage. Das Ding ist, man lässt halt dadurch Sachen offen, ne? Von diesen OP-Picks. So. Was ist denn jetzt noch offen? Ja, theoretisch ein Galio wäre immer noch Galio, da. Galio zum Beispiel. Da würde ich sogar Froggen drauf sehen. Wir haben eben in der Pause ein bisschen darüber diskutiert, was könnte Froggen eigentlich spielen. Anivia wäre so sein Signaturchamber, aber die ist momentan nicht so, ja, nicht so gut mit dabei. Galio auf Froggen würde ich sehen. Vielleicht irgendwas Aggressiveres. Rakan raus. Galio ist offen. Ist die Frage, ob man das beabsichtigt und eventuell einen Counterpick dazu nimmt. Urgot ist zum Beispiel auch noch offen. Lissandra ist offen. Das sind alles sehr, sehr, sehr starke Picks. Ne? Lucian ist auch noch offen. Also es gibt viel, was man hier hat. Und das ist grundlegend nicht schlecht fürs rote Team auf der roten Seite. FlyQuest jetzt als blaue Seite hat sich den ersten Powerpick gesichert. Jetzt kann Golden Guardians halt aufgrund vieler Öffnungen 2 Powerpicks nachziehen. Das tun sie hier. Urgot und Lucian werden hier gewählt. Und jetzt ist die Frage, wie FlyQuest darauf antwortet, ob sie den Supporter zum Beispiel wegpicken, ob sie noch andere Powerpicks securen oder ob sie was ganz anderes verfolgen. Ich bin gespannt. Ja, das werden wir gleich sehen. Santorin, vorhin schon angesprochen, Sejuani wäre so eine Möglichkeit für ihn. Vielleicht sowas Richtung Zac. Früher hat er auch sehr gerne mal einen Lee Sin ausgepackt. Ja, auch wenn vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Aber auch das gehört dazu. Es scheint erstmal ein Ezreal zu werden. Ein weiser deutscher AD Carry hat mal gesagt, pickt niemals Ezreal in Lucian rein. Sein Name ist Daniel Brückmann. Das sehen wir heute aber wirklich sehr viel. Ja, weil Ezreal momentan, es gibt Lucian. Ein bisschen lang, also ein bisschen nichts, dann Ezreal, dann ein bisschen nichts, dann gibt's so Kaiser, Xayah, wenn sie einen Rakan hat, sowas und dann gibt's gar nichts mehr, gefühlt.
Und deshalb ist Ezreal oft trotzdem noch priorisiert. Ezreal ist einfach wirklich sehr gut momentan. Da kann man einfach nicht drum rumreden. Ezreal ist sehr, sehr stark. Die Buffs haben ihm einfach gut getan. Er bietet viel. Er bietet Hybrid Damage. Er bietet guten Turret Siege. Er bietet Poke. Er bietet DPS. Er bietet viel. Und ich persönlich finde ihn fast besser als Lucian. Aber das liegt halt daran, dass Lucian irgendwie nicht richtig funktioniert. So, jetzt Olaf gepickt. Jetzt sind wieder die Supports noch offen. Urgot ist weiterhin flexbar. Das heißt, da ist man sich noch nicht so ganz sicher, ob man ihn auf die Top oder die Mitte schieben muss. Galio schon gepickt. Das heißt, Golden Guardians haben da ein bisschen mehr Informationen. Galio ist eigentlich immer ziemlich sicher Midlane. Camille kann auch noch geflext werden. Das ist auch noch ein Flex. Kann theoretisch noch auf die Toplane. Würde ich Viper sogar drauf sehen. Ist ein bisschen aggressiver. Könnte seine Sidelane da selbst gestalten. Mal schauen. Und beide Teams jetzt am Support-Spun. Finde ich interessant. Dann ist die Frage, was jetzt noch rausfliegt. Also ich sag, immer wenn ich Lucian in der Champ-Section sehe, sehe ich eigentlich immer einen Braum, der rausfliegt. Rakan ist schon gebannt. Thresh ist weg, Alistar ist weg. Braum ist noch stark und Tahm Kench ist noch stark. Wenn die beiden jetzt auch noch rausfliegen, ist der Support-Pool wirklich begrenzt. Und dann bin ich gespannt, was wir hier sehen. Könnte eine Leona theoretisch grundlegend immer sein. Es könnte... Tahm Kench? Jetzt fliegt Braum. Es ergibt keinen Sinn von Golden Guardians Braum rauszubannen, weil sie haben den Lucian. Wenn jetzt noch ein Jetzt wird es interessant. Das ist auch schön, mit anzusehen, dass wir einfach in der zweiten Bannphase 4 Support-Banns sehen. Ja, Morgana gibt's auch noch. Hm. Ist auch ein Pick, den Olli sehr gerne gespielt hat letztes Jahr. Ja, Morgana Lucian ist schon eine relativ sichere Lane und schön aggressiv kann man das spielen. Die Frage ist, was dann auch für FlyQuest offen bleibt. Jetzt müssen sie wahrscheinlich auf irgendwas zurückgreifen. Das ist der Morgana Lock. Das heißt, die müssen auf irgendwas zurückgreifen, wie Karma, Brand, Zyra, sowas in der Richtung. Vielleicht Gragas ginge auch noch, aber Gragas gegen Morgana ist jetzt nicht so mega geil, würde ich sagen. Ja. Karma hatten wir heute in der EU auch auf der Top-Lane. Hätte ich mir jetzt auch gewünscht. Was von G2, die ja laut Caps am Trollen sind momentan noch. Mhm. Ornn. Ornn. Ist auch supportbar. Wurde in der LCK gespielt. Stimmt. Wobei in der LCK, das kam von Lehens und der hat auch Release-Support gespielt. Also darauf würde ich mich jetzt nicht festlegen. Ornn war eine Zeit lang sogar ein sehr guter Support. Jetzt gelockt. Ist aber jetzt eingeloggt. Aber ist halt alles flexbar noch. Aber sie müssen sich jetzt so oder so festlegen. Sie werden es jetzt verraten. Jetzt bin ich gespannt. Könnte auch ein Philistic-Support werden, finde ich auch witzig. Das würde mir wehtun. Sion, es ist ein Ornn-Support. Ja, dann haben wir so ein oder ein Galio-Support. Aber nee, eigentlich. Oder also Galio-Support wird zu schlecht, da haben sie zu wenig Schaden. Galio wird in die Mitte gehen, Sion Top-Lane, Ornn Bot-Lane mit Ezreal. Ach, ein bisschen schade, weil bei Ornn hast du jetzt, also was, worauf du bei Ornn hinarbeitest, ist später, wenn er die Items upgraden kann. Das hat sich ein bisschen verändert. Du zahlst nicht mehr das Gold, sondern du wartest darauf, dass Ornn ein hohes Level hat. Das heißt, man spekuliert hier ein bisschen darauf, wenn man ins Late Game kommt, wenn man in die Phase kommt, in der der Support Ornn Level 14, 15, 16 wird, dass man dann die Items upgraden kann. Was für Ezreal gut ist, der kann sein Scaling sowieso ein bisschen verlängern durch die Double Tier. Und jetzt dazu auch nochmal dann eben den Ornn. Auf der anderen Seite Vladimir, in der LCK sehr beliebt gewesen. Ja, bisher. Vladimir ist einfach echt stark. Der Champion bietet ziemlich viel Schaden, gutes Scaling und passt eigentlich auch gar nicht so schlecht in die Comp von Golden Guardians. Wird das ein Top-Lane-Vladimir oder wollen sie hier nicht swappen? Das wird ein Top-Lane-Vladimir. Ja, ich würde auch tatsächlich gerne Hornster auf Vladimir sehen. Er hat auch schon gespielt gehabt. Und der Champ kann halt wirklich reinknallen. Ja, du willst. Ist halt gar nicht so doof, ne, einen Urgot gegen einen Galio zu schicken, weil Galio ist. Hat immer noch so einen Charakteristika von wegen Anti-Mage, auch wenn nicht mehr so stark. Ja, was jetzt Next Level Flex gewesen wäre, wenn sie den Huni gemacht hätten, Lucian auf Top-Lane geschickt hätten, den Vladimir nach unten. In der LCK machen die es jetzt super gerne, den Vladimir auf der Botlane zu spielen. Ja. Und das hat einfach, du hast dein Protobelt, oder nicht mal, du hast dein Level 6 und der Gegner sagt, Eddie Carry muss wegrennen, er muss schreien. Ja. Das war jetzt hier noch nicht mehr der Fall, aber wäre trotzdem schön gewesen. Mal schauen, was der Vladimir anrichten kann. Ja, jetzt kommt wieder die Frage. Ich muss sie, glaube ich, gar nicht mehr stellen, aber ich mache es trotzdem für die Zuschauer. Wer gewinnt das Ganze und an wen gibst du das Ganze nach Pick und Bann? Boah, das ist dieses Mal wirklich richtig schwierig. Ich finde, Vladimir ist echt super, super stark. Dementsprechend gewinnt hier das Team mit Vladimir. Das ist ja Golden Guardians. Richtig! Wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, GG hat das Ganze gewonnen. Kurzzeitgedächtnis ist da. Passiert auch mal. Und ja, die Crowd hat gute Laune. Ja, die sind richtig hyped. Ist der Chat genauso hyped? Ja. Ihr seid natürlich auch wieder gefragt, wer gewinnt das Ganze? Hashtag Flywin oder Hashtag GGWin? Ich meine, die haben schon GG im Namen, die müssen aber bei GTS. Ja, gut. Es ist halt auch geil, wenn das Team Golden Guardians gewinnt, dann kannst du schreien GG! Ja, komm. Ruiniert mich nicht. Okay, wir vergessen, was ich gesagt habe. Aber vor Ort sind die Leute natürlich hyped und werden sehen, ob sich das Ganze auf die Kluft überträgt. Vorletztes Game des Abends. Dann kann man auch nochmal ein bisschen Stimmung machen.
So. On Support sehe ich persönlich jetzt auch das erste Mal. Ich weiß, dass es in der LCK gespielt wurde, ich habe das Spiel aber nicht gesehen. Ich finde, Ornn ist ein interessanter Champion geworden. Der Buff, den du eben, oder der Change, den du eben angesprochen hast, erhöht einfach den Value von Ornn. Weil du kriegst ja letztendlich mit jedem Level ab, ich glaube Level 13 von Ornn, bekommst du Stats für dein Team. Du bekommst einfach straight up Stats. Und diese Stats wurden vorher immer so gelegt, dass sie exakt goldeffizient waren. Die haben immer 1000 Gold, beziehungsweise auf Support-Items waren es glaube ich 500, gekostet. Und die waren immer goldeffizient. Und jetzt bekommst du mit jedem Level von Ornn so gesehen irgendwie 1000 Gold. Ja. Sobald er ja, 13 ist oder 14. Ich glaube 13 kann er sich selber upgraden und 14 andere, ne? Ja. 13 nur für ihn und ab 14 dann jeweils pro Level ein Item für einen Teammate. Kann er sich selbst aussuchen. Ja, es gibt natürlich immer noch diese vorgefertigten Items. Also er kann nicht einfach sagen, du upgradest jetzt das Item, sondern es gibt nur noch diese, also es gibt immer noch die Auswahl aus ein paar. Aber es wurden ja noch welche hinzugefügt und im Endeffekt gibt es sehr, sehr viele. Und Support-Items kann er sich selber upgraden, das ist ganz schön. Aber ich finde die Idee schön. Und er bietet auf Support ganz viel. Das finde ich cool. Ich mag den Pick. Hat jetzt nochmal einen Buff bekommen gehabt, den sehen wir natürlich erst auf dem neuen 2er-Patch, war noch ein bisschen Leben mit dazu, also einfach, dass seine Laning-Phase ein bisschen besser wird. Base-Stats, ja. Damit er vielleicht auf der Top-Lane auch wieder besser wird oder mehr dabei ist. Aber mal schauen. Flyquest gegen Golden Guardians, also. Ich hab's schon erwähnt, für mich ist Golden Guardians so ein bisschen der Geheimtipp. Also, wenn ich auf ein Team setzen müsste, dass die Überraschung wird, könnte ich mir sich vorstellen. Einfach weil Frogen viel Erfahrung mitbringt. Sie haben immer noch so tatsächlich junge Spieler, die noch gar nicht so lange dabei sind, wie Olle, Deftly oder halt auch ein Contract. Man ist zwar für viele das zweite, wenn nicht sogar das dritte, ja, aber auch das heißt nicht, dass es jetzt die erfahrenen Spieler sind. Ich würde sie sogar eher noch Richtung Mookie zählen. Ja, ähnlich kann, was Ähnliches kannst du dazu ja auch zu FlyQuest sagen. Ne? Vobelta, Wilder und Sentryn bringen super viel Erfahrung rein und JG und Viper sind jetzt hier eher relativ neu. Ne? Die haben ja vorher in Academy-Teams gespielt, sind jetzt hier auf der Stage. Und ja, schauen wir mal, welche Veteranen sich hier jetzt durchsetzen können und wie viel wirklich Veteranen wert sind. Das ist auch immer so eine Frage. Ne? Sind Veteranen wirklich so viel wert, wie sie immer gepriesen werden mit ihrer Erfahrung? Oder ist einfach pures Talent mehr wert? Ne? So. Ja. Vor allem bin ich gespannt, Riot Turtle ist, ich finde Riot Turtle ist vom Spieltyper zu vergleichen mit Double Lift, nur dass bei Riot Turtle die Konstanz fehlt. Der braucht halt eine Meta, die ihm passt. Wenn du Riot Turtle Jinx in die Hand drückst, gewinnt er. Oder Caitlyn in die Hand drückst, gewinnt er. Problem ist, letztes Jahr gab es das kaum bis gar nicht. Mhm. Jetzt dieses Jahr ist auch wieder Lucian ist nicht so sein Champ. Ezreal geht noch gerade so. Bin mal gespannt, was ist, wenn wir vielleicht wirklich diese Adem-Meta bekommen. Ob er dann wieder glänzen kann. Ja, grundlegend kann jeder ADC glänzen, wenn Ardent Meta kommt. Da teilt sich dann die Spreu vom Weizen. Ja. Ne? Grundlegend ist es halt für einen ADC sehr, sehr einfach, in der Ardent Meta zu spielen, weil du bist eigentlich mehr oder weniger, musst du nichts anderes machen, als auf Distanz bleiben und Auto-Hitten. Und dein Team macht nichts anderes, als dich zu beschützen und dich zu buffen. Es spielt sich sehr angenehm. Und da kommt es dann nur auf das Talent des ADCs an. Das wäre aber auch was für Bang, so, glaube ich. Ich glaube, wenn Bang die ganze Zeit gepeelt wird und dann einfach machen kann, was er will. Ja, da kannst du den ja auch wirklich, da kannst du deinen Korean ADC Import dann auch wirklich mal ausspielen. Ja. So, hey Leute, wir haben Bang. Hier, Ardent. Ja. Darauf haben sie auch gepokert bestimmt. Wahrscheinlich. Ich call das einfach mal. Ja, das eine Team in der EU pokert darauf, dass Midlane-Champs auf der Botlane gut sind, nämlich G2 mit ihren Perks da unten. Und Ronald of Thieves sagt, hey, Ardent-Meter, bitte, Riot, danke. Aber mal schauen, kommen wir zu den beiden Teams zurück. Botlane, Lucian natürlich, oder Lucian Lane natürlich wieder mit der höheren Prio im Early Game. Es ist halt einfach so, Lucian im Early Game super aggressiv. Toplane für Horns, da sollte das auch fein sein. Wir sehen, er übernimmt direkt die Kontrolle. Ja, ist schon krass, dass Golden Guardians nach 4 Minuten schon 1000 Gold fast vorne sind. Einfach nur durch pures Last-Hitten. Klar kommt jetzt noch ein bisschen Gold hier oben auf der Toplane für Viper rein, aber auf der Botlane die 13 CS Lead für Lucian, das ist schon saftig. Und das ist ja eigentlich auch so der Plan von Lucian. Das will Lucian ja eigentlich auch in der Lane. Das ist ja das, was wir eigentlich immer sehen wollen, wenn Lucian gepickt wird. Das ist seine Stärke. Das wurde heute in LEC und in LCS eigentlich kaum gezeigt. Das stimmt, ja. Da haben wir, das Potenzial wurde nicht ausgeschöpft, zumindest nicht komplett. Da kommen jetzt halt noch ein paar CS rein, aber das sind trotzdem schon grob 2 Waves. Und 2 Waves nach 5 Minuten ist eine Ansage, also eine richtige Ansage. Ich finde auch interessant, dass wir Vladimir hier mit Klepto sehen und Contracts früh am Drachen, das ist ein Olaf, das kann er machen. Ja. Denn wenn er low fällt, das ist ein Mountain Dragon. Schlechter Dragon im Early Game, aber gebe ich zu. Aber kennt jemanden, der den ganz besonders mag, diesen Drachen? Ja, ist das ein cooler Typ? Schon. 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 Nice.
Den möchte ich mal kennenlernen. Ich mag Mountain Drakes nämlich auch. Ja, Golden Guardians kriegt ihr erst noch einer, oder was? Noch einer danach? Ich glaube, es aktivisiert manchmal nicht schnell genug. Aber es wird Noch einer ist immer so meh. Eigentlich willst du nur einen einzigen gespawnt haben, dass der Gegner keinen kriegt, weil der zweite ist nicht mehr so effizient wie der erste. Da kriegst du, glaube ich, nur 8% drauf. Aber schmecken tut's trotzdem so. Aber 16% True Damage sind jetzt schon mal ganz schön. Und für Lush, also man sagt halt, Mountain Dragon im Early Game ist nicht so gut, aber wenn du hart dominante Lanes hast, kriegst du halt die Plates besser. Das merkt man. Gerade als Lush mit dem Doppelhit, du merkst das beim Plate-Sammeln. Und Ezreal versucht jetzt hier Wild Turtle mit dem Sheen irgendwie ein bisschen Parole zu bieten. Ist die Frage, was schafft. Ja. Was jetzt gerade, wo wir beim Thema Drachen waren, das kann ich dich auch nochmal fragen. Es gab ja so diese Überlegung, in der Champs zunächst zu zeigen, welcher der erste Drache ist. Wärst du der eher Pro oder wärst du der eher Contra? Ich mag diesen ganzen RNG-Faktor nicht. Ja, also okay. Ich mag Klepto nicht, ich mag dieses Dragon-Spawning nicht. Also ich wäre dafür. Ich persönlich habe auch mal auf Reddit, als das mit den Elementaldrachen eingeführt wurde, einen Vorschlag gelesen, dass man das nicht random machen soll, welche Dragon nach dem ersten spawnt, sondern da solche komischen Eier liegen sollen. Oh, Pause, perfekt, kann ich erzählen. Right, findet das so interessant, was ich erzähle, dass ich so eine Pause mal. Sehr schön, dankeschön. Da war so ein Vorschlag, dass man da, nachdem der erste Drache besiegt wird, so Eier liegen von allen vier Drachen. Und das erste Ei, das getötet wird, die sind angreifbar von beiden Teams. Und das erste Ei, das getötet wird, ist der nächste Drache, der spawnt. Und dann kann halt entsprechend das Team, das ihn killt, bestimmen. Oder das gegnerische Team nerven und einen schlechten Dragon zum Beispiel spawnen lassen, wenn sie behind sind oder so. Das wäre voll insane. Also wirklich. Ich würde so gerne sagen, dass das meine Idee war, aber war es leider nicht. Ja, aber du hast die nochmal... Ne? Ja. Ja, Leute, klickt das, postet das auf Reddit und sagt ein Riot, dann macht das bitte. Ich finde, die Idee ist wirklich gut. Oder? Das war ich war auch total dafür. Ich fand die Idee mega gut. Ich hätte es geupvoted. Es gibt so viel... Oh. Auf Reddit habe ich nie irgendwelche Posts groß gekriegt. Nicht. Der einzige war, da habe ich irgendwie mit Sivir einen Bug gehabt und habe 10-mal den Satz gesagt, hast du das gesehen? So wurde ich gememed im Video. Und, Nice. Ja? Meme ist auch eine Pause, aber die ist direkt wieder behoben. Ich höre auf zu reden, Pause behoben. Sie sagt nicht einfach, jetzt fängt er an, hier über irgendwelche Memes zu reden. Hört auf, okay, wir spielen schon weiter. Ja, es gab ein kleines Mausproblem. Das wurde schnell gefixt. Deshalb geht es jetzt sofort weiter. Froggen Level 6. Ich bin mal gespannt, wer hier performt. Ich meine, mit Urgot kannst du nie so wirklich zeigen, wie gut du wirklich bist, wie krass du bist, wo dein Potenzial hingeht. Aber für Froggen wäre es einfach gut, als Comeback oder im Comeback-Spiel direkt eine gute Leistung zu zeigen. Ja, ich bin auch kein großer Fan von Urgot Mitte so. Es flext, du kannst es spielen, es ist okay, aber Toplane ist ja, glaube ich, etwas besser. Und ich bin eh kein Fan von Urgot. Ich finde solche Champions, die so semi-tanky bis tanky sind und dann noch so einen Schaden machen können und dann noch einen Executor an die Hand kriegen, finde ich immer ein bisschen doof. Der ist ja auch Imber. Das merkt man ja, er ist ja aus guten Gründen Meta. Ich bin ganz froh, wenn er ein bisschen genervt wird. Solche Champions widersprechen meinem persönlichen Geschmack. Von Design. Von Design. Ja. Ja gut, ich stimme dir da voll und ganz zu. Also vor allem, also ich fand es gut, dass die Urgot so neu strukturiert haben, dass er in die Meta kam. Der Start war super nice, aber wir haben ihn jetzt echt lang gesehen. Also gerade wenn ich an den Summer Split denke, letztes Jahr, es war ja wirklich jedes Game Urgot Aatrox Toplane Matchup. Ja. Und also Aatrox, das wäre es auch immer noch, wenn du nicht perma gebannt wärst. Ja, Aatrox ist ja momentan immer gebannt und Urgot kommt immer durch. Also ja. Wenn du es andersrum bannst, passiert es andersrum. So, wenn du jetzt Urgot bannst, man First Pickend Leute Aatrox. So. Ja. Aber Aatrox ist definitiv noch der schlimmere Champion. Der wird auch in der LCK mehr gebannt. Das hat gute Gründe, ne? Aatrox macht halt sehr, sehr viel. Naja, das Unstoppable ist zurück. Hat er jetzt nicht wirklich viel gebracht, dass er das benutzt hat. Der Schild ist ja leider weg. Aber. Ja, Botlane hält sich der CS-Abstand bei ungefähr 2 Waves. Bisschen weniger. Das ist theoretisch was Positives. Wenn du behind bist und den Abstand hältst, ist das was Gutes. Grundlegend. Ja. Und ja, GG jetzt immer noch 1000 Gold ahead. Das heißt, die haben innerhalb der 4 Minuten oder jetzt sogar 5, die sie 1000 Gold vorne waren, kein Plusgold gemacht. Das ist sehr gut für FlyQuest. Und ja, irgendwann fängt Galio dann an, Dinge zu tun und dann wird's eklig, nehme ich an. Ja, vor allem macht Contrix bisher sehr gute Dinge. Farmt da fleißig, hat auch schon guten Vorsprung von den ersten Dachern da geholt. Ich meine, wir haben in anderthalb Minuten schon den zweiten bei 10:30 dann. Ah, das ist sehr früh, es wird wieder ein Bergdrache, du hast schon gesagt. Eigentlich nicht optimal, aber ich meine, wenn Golden Guardians sich den aussichern kann, warum nicht? Ja, vor allem, wenn sie schnell an die Drachen kommen, sehen wir heute vielleicht mal auch ein 6-Drachen-Game. Das glaube ich nicht. Nee? Nee. Also diese 6 Drachen sind ein bisschen overhyped, glaube ich.
Ja, also ich meine effektiv, ob du jetzt 5 oder 6, das ist auch im Endeffekt vermutlich fast egal oder geht in Richtung egal, aber ich meine einfach, damit wir es mal gesehen haben, damit wir dabei waren. Ja, schauen wir mal, ne? Das können wir dann ewig von erzählen. Dann müsste jetzt aber damals zu meiner Zeit, ne, hatten Teams noch 6 Rachen. Ja. Nee, aber also wenn wir schon bei sowas sind, damals zu meiner Zeit, da waren Drachen ja wirklich noch was richtig wert. So, da waren das ja wirklich 190 Gold pro Spieler. Ja. Und da hieß es halt, da gab es noch diese Timer nicht, man musste das noch selber timen. Das stimmt. Pepperidge Farm Remembers, so. Und da war es wirklich so, dass du, wenn der Drache gespawnt ist, da gegroupt hast, instant gemacht hast. So. Weil das Gold einfach richtig viel wert war. Alle 6 Minuten damals, ich glaube, war das 6 oder 7? 6 oder 7 Timer weiß ich nicht mehr, aber ich weiß noch, dass damals wirklich, du musstest Vision haben, damit du weißt, wann er wiederkommt, damit du es timen konntest. Dann irgendwann kam dieser Schrei dazu, dass du immerhin wusstest, dass er erlegt wurde, und dann haben sie gesagt, oh, wisst ihr was, wir geben euch Timer. Ja. Ah, JJ und Wild Tortillon wurden gerade gut angegangen, das war eben Lucian mit seinem Culling. Der brettert da gut durch. Und das ist jetzt eine gute Gelegenheit für GGS, dass sie den True Damage von Mountain Dragon etwas benutzen am Turret oder für den zweiten Mountain Dragon gehen. Probelter wird jetzt hier gefunden, von Contracts wird nochmal gewardet. Die haben, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ne? Lucian hat seine Ultimate benutzt und Ole hat auch unten geholfen, dass sie Wild Turtle und JG von der Lane drängen, um dann den Drachen anzufangen, aber scheinen hier etwas ängstlich zu sein. Gut, Wild Turtle TP, der geht gerade Base, JJ ist gleich wieder da. Also ist gar nicht so falsch, hier ein bisschen vorsichtig zu sein. Allerdings, Deftly und Olli sind jetzt in der Base und jetzt denkt sich FlyQuest, das ist unsere Chance. Nehmen jetzt hier erstmal die Vision ein und die 9 entsprechend die Vision für die Golden Guardians. Aber werden den wahrscheinlich nicht starten, ne? Das wäre ein bisschen... Ja, das wäre ja sehr riskant, vor allem weil Deftly gerade mit seinem ersten Item schon auf dem Weg zurück ist. Aber wenn der jetzt in den Fight gehen würde, hätte er einen guten Vorteil gegenüber Ezreal, der natürlich nichts Halbes und nichts Ganzes da hat. Ezreal ist momentan wirklich nicht so stark. Das muss FlyQuest bedenken. Lucian mit dem fertigen Blade of the Rune King ist hier wirklich viel, viel stärker als Ezreal. Auch wenn man mal als Ezreal so einen Coup trifft, was er ziemlich solide macht, tut das nicht wirklich weh. Deathly wird ziemlich sicher nach der Wave wieder Full HP sein mit dem Lifesteal, den er hat. Und hier sehen wir mal das Gold. Deathly ist gar nicht so weit vorne vor Wild Turtle. Nicht mal, mal ganz grob 100 Gold. Der Gold Lead von Klepto spielt eben dagegen. Ja. Golden Guardians ist halt, das, der ganze Lead, den sie haben, der ist auf Vladimir. Und der ist gerade nicht hier und jetzt der Fight. Oh, schöne Ult hier von Ole. Der steht da vorne drin, muss jetzt aber aufpassen. Santorin macht einen guten Job gegen Deathly. Jetzt kommt der Galio mit dazu und das bekommt und ihn natürlich wehtut. Pobetter ist da zur Stelle und das ist der nächste Kill für Viper. Und die Golden Guardians lassen sich hier gerade komplett überrennen. Horns, da muss er auch nochmal raus. Vorgehen mit der Harpune. Ah, die trifft nicht ganz. Und deshalb 2-0 Trade hier für die FlyQuest. Ja, sehr schön von Pobelter. Ist nicht in Time da gewesen, wusste er. Wenn er runterlaufen würde, wäre er langsamer. Hat also runter teleportiert und dann sofort die Ultimate zu machen. Sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn man das sieht, aber war schon ein guter Move an der Stelle. Musste schnell gehen und hat sich ausgezahlt. Sehen wir hier den Fight nochmal. Olli will hier engagen, weil Contracts da ist. Sentinel ist aber auch zur Stelle. Dann kommt der Galio-TP hinten rein. Dann hinten nochmal 2 TPs. Das ist ein TP mehr. Schöne Dodges an der Stelle auf den Ohren-Ult, aber das reicht leider nicht. Der Pobelter Ultimate, der Galio Ultimate macht hier zu viel. Und Froggen sehr, sehr spät leider. Einfach, ne, das ist das Problem. Froggen ist zu spät da. Und dadurch kann FlyQuest hier aufräumen und sich dann zurückziehen. 2-0. Und ja, Drache ist noch da. Und jetzt goldtechnisch geht's einigermaßen wieder gleich aus. Ziemlich gleich. Ja, vor allem hat man gerade auch gesehen, also der Flash nach vorne von Deathly war optimistisch. Ja. Springt halt genau in den Bereich von Camille, genau in den Bereich, in den Galio dann später reinknallt. Nicht optimal. Wir haben vorhin schon angesprochen, Deathly auf so Offmeter, was heißt Offmeter, auf so verrückten Picks gut dabei gewesen. Also sowas wie Heimerdinger war halt sein Pick letztes Jahr. Aber dann, ja, diese AD Carries tatsächlich, die hat er nicht so gut performt. Oder auf den hat er nicht so gut performt. Offensive Flashes von ADCs sind immer sehr riskant. Ja, aber das genaue Gegenteil, so Doublelift, der seinen Flash von 2016er Worlds immer noch hat, ist auch nicht gut. Also, hat er den immer noch, ja? Ich glaube, den hat er immer noch. Meinst du, der steht im Regal so? Ja. So ein, das wäre so gut, wenn er einfach so ein Bilderrahmen hat, wo so ein Flash-Zeichen drin ist. Da steht der Worlds 2016 draußen. Ne? Oh mein Gott. Ja, fände ich schön, fände ich witzig. Muss man ihm mal schicken, so ein Bild einfach. Ja, Drache ist immer noch ein Thema, ist immer noch bereit, aber du merkst schon, Golden Guardians hat gerade nicht so die Intention und FlyQuest kann nicht, will auch irgendwie nicht, man will eben nicht zu viel riskieren. Ja, Golden Guardians braucht ihn auch einfach momentan nicht, ne? Solange der Drache da ist, sie haben den Bonus, FlyQuest hat ihn nicht. Und der zweite
ist halt nicht so effizient wie der erste. Also die stört das, glaube ich, nicht, wenn der Drache bis zum Rest des Spiels da steht. Aber ja, du sagst es, ne? Man will nicht zu viel riskieren. Man möchte ja schauen, dass man alles irgendwie auf zwei Items kriegt. Weil bei zwei Items ist Lucian sehr, sehr stark. Mit zwei Items ist Urgot sehr stark. Und da kann man dann anfangen, was zu machen. Und im Worst Case hat man immer noch den Vladimir, der da hochscalen kann. Vor allem Vladimir mit echt guten Farm, genauso Froggen. Also Froggen war ja sowieso immer der Farmer, hat ja eine Zeit lang auch den Farmrekord gehabt. Ja. Musste den im Laufe der Zeit dann auch abgeben. Aber trotzdem immer gut dabei gewesen, hier mit einem sehr soliden Farm, gerade für den Urgott, muss man sagen. Und auch Haunter, trotz seines Roams auf die Botlane. Boah, der Schaden an Olli hier. Ich meine, das ist noch Morgana, die hält nicht viel aus, aber Toplane, Haunter zündet seine Ulta. Und kriegt das ein bisschen Leben wieder, aber er muss aufpassen. Viper kann sich da gut wehren. Ja, Viper auf Sion hat einfach diese hohen Base-Damage und Vladimir ist halt nicht so ein Champion, wie wir ihn jetzt öfter auf Top-Lane gesehen haben gegen Sion, wie zum Beispiel Urgot oder Viktor, der da gut pressuren kann. Sondern in der Sekunde, wie Viper halt die Magieresistenz hat, die er jetzt schon längst hat, kann er Vladimir sehr, sehr gut wegtanken. Vladimir ist mehr so ein bisschen Burst-Champion und hat ein bisschen Probleme da, aber selbe Geschichte wie mit Viktor. Hat Klepto dabei, will dementsprechend immer ein bisschen traden und wenn er ein bisschen low droppt, hat er mehr als genug Sustain dabei. Und der hat ja keine Primärressource. Na, Vladimir ist nicht abhängig von Mana oder von Energie, das heißt, irgendwie wird er auf jeden Fall, solange er sich nicht töten lässt, die Lane gegen Viper überstehen und dabei gut rauskommen. Boah, der Clear aggressiv, kann sich mit dem Black Shield auch ein bisschen was erlauben. Ich muss jetzt aber aufpassen, weil das Black Shield abgelaufen ist. Aber so kann es eventuell gehen. Ja, einfach mal aggressiv gehen auf der Botlane. Binding sitzt auch wieder. Wir haben es schon angesprochen, die Lucian Lanes bisher nicht so gut ausgespielt. Kriegen auch leider nicht so viel, die Golden Guardians auf der unteren Linie. Der CS-Abstand ist weiterhin bei 10. Turret ist nicht down. Und das ist alles nicht so toll. Ja. Wollte ein bisschen ärgern. Mehr aber auch nicht. Pobel hat den Buff, geht jetzt zurück in die Mitte. Froggen hat die Gelegenheit genutzt, pusht rein und... Klar, ne, wenn du hast reingepusht, kannst du vielleicht mal probieren, irgendwas zu machen. Setzt ein paar Wards, covert da, Contracts, den Herald, Haunter kommt auch runter, weil Sion eben nicht da ist. Und jetzt die Frage, will FlyQuest das contesten? Die können es probieren. Galio Ultimate ist hier zur Verfügung und Viper kommt auch in die Nähe. Jetzt geht's los. Ah, der Taunt da unten auf Froggen, aber das machen Froggen und Haunter eben gut, denn du müsstest an dem Urgott und an dem Vladimir vorbeilaufen. Das kannst du nicht einfach so. Der Herald geht jetzt eben an Golden Guardians und jetzt der Engage über Galio. Der tut natürlich weh, aber nicht gegen den Olaf, nicht gegen den Vladimir. Die können ihm einfach aus dem Weg gehen. Haunter da mittendrin, teleportet sie dazu. Eben aus der Base von White Turtle. Der steht da mittendrin. Urgott, jetzt gefallen. Shutdown. Oh. Geht ja, aber das Culling holt immer noch den Ausgleichskill. Und das ist ein 1-1-Trade. Und Olli opfert sich vermutlich am Ende für den Herald. Lauf, Junge. Ja, er flasht am Ende noch über die Wand. Um da rauszukommen. Aber es hat gereicht. Und das ist ein Trade, den man eingehen kann auf Seiten von Golden Guardians. Absolut, ne? Holen sich da jetzt den Herald und ein 1 für 1. Und wenn es gut läuft, noch den Midlane Tier 1. Das würde die Map öffnen. Schönes Binding. Verhindert, dass der Ezreal jetzt hier dabei hilft, den Turm zu verteidigen. Und damit holt sich Golden Guardians auch hier den Turm. Und das war sehr, sehr schön für die Golden Guardians, ne? Ja. War gut gemacht, ne? Wie ist das passiert? Man sieht Wild Turtle muss in die Basis und am Deathly ist schon da und jetzt kommt hier halt der Engage, da wird viel benutzt und es geht auch ein bisschen was ins Leere, ne? Der Ultimate von Ornn hittet jetzt nicht so viel, aber es reicht, sie kriegen hier Froggen down und jetzt liegt halt der Herald da. Das Culling war halt fies. So, das hätte irgendwie geblockt werden müssen, dass da ein, zwei Shots durchgegangen sind, die nicht hätten durchgehen sollen. Ist jetzt passiert, hätte nicht sein sollen. Aber im Endeffekt, ne? Ob der Kill jetzt fällt oder nicht, ist den Golden Guardians ziemlich egal. Sie haben den Herald und das passt. Ja, vor allem in der Mitte den Turm noch bekommen, ohne den Herald einzusetzen. Das heißt, sie haben ihn gleich potenziell noch für eine der beiden Sidelanes, um dann nochmal Druck zu machen. Ja, gespannt bin ich auch darauf, wer sich vor dem nächsten Draken-Vorteil arbeitet. Und das wird ein Höllendrache und den wollen beide Seiten gerne haben. Auf jeden Fall, der schmeckt immer gut. Golden Guardians wird ihn wahrscheinlich etwas höher priorisieren, weil Vladimir mit dem Ding einfach wirklich, wirklich fies ist. Und sie sind momentan sowieso diejenigen, die ein bisschen im Zugzwang sind mit dem Lucian. Sie haben das Late-Game, würde ich sagen, ist schon gut auf ihrer Seite. Wobei, schwierig. Ornn auf Level 18, wenn wir wirklich über das Late-Game reden, ist schon fies. Mit den Items haben wir erwähnt, das ist ein Vorteil, den Golden Guardians niemals ausgleichen kann. Wenn man wirklich komplett ins Ultra-Late-Game, 6 Items, Elixier, alles geht. Aber dahin werden wir eigentlich niemals mehr kommen. Also, dass wir so ein Game sehen, ist eigentlich fast nicht mehr möglich. So. Sagt niemals nie.
Also was teilweise schon für Games geboten wurde. Ich meine, ich war zum Beispiel nicht selbst teil, aber letztes Jahr hatten wir dieses 90-Minuten-Game Junior gegen SKT. Ja. Das war eine andere Meta, das war ein anderer Patch, alles natürlich ganz anders. Aber sowas kann immer passieren, so Ausreißer. Und gerade in Acer, so eine Region, wo Teams sich das gerne gegenseitig zuschmeißen. So, ihr habt den Baron, wir haben den Baron, ihr habt ihn wieder und die ganzen hin und her. Und mal schauen. Ja. So, Golden Guardians benutzt jetzt den Herald auf der unteren Linie und Pobelter steht dann ein bisschen alleine da. TP kommt natürlich sofort hier von Viper, will da helfen. Und jetzt wird Shelly da drauf stürmen. Nimmt fast aber man den kriegt ganzen den Turm nicht. Nee. Deshalb der Herald nicht optimal ausgenutzt hier in dem Fall. Ich meine, klar, der Turm ist low und da braucht man nicht mehr viel, aber es ist nicht optimal. Normalerweise sagt man, du nimmst den Herald und wenn du damit einen Turm kriegst, ist alles fein. Wenn du mehr kriegst, ist ein Bonus, aber mindestens ein Turm muss her. Ah, und jetzt hier der Versuch über JJ zu engagen. Olli wird nicht getroffen. Oh, Blink aber nicht Illusion. Da. Oh, der Schaden auf Olli jetzt über die. Ui, oh, und das war's für ihn. Wild Turtle. Tut aber auch weh. Ey, Ezreal ist so overbuffed. Mit dem W. Das hat dem. Ich hab mich eh gewundert, warum sie das gemacht haben. Jetzt geht's hier noch weiter. Ah, und jetzt wieder Camille Gaio Combo und Olaf. Kannst du nicht hochgeworfen werden, aber er kann noch nicht wegrennen. Flycrash spielt das wirklich gut hier bisher. Und Froggen alleine da. Froggen hat noch Flash. Nochmal im Torn. Flash über die Wand. Aber da steht der Ohren. Schöner Knock-up. Na, nochmal der CC durch, aber Froggen überlebt das Ganze. Trotzdem wirklich gut gespielt von Flycrest, die in der Mitte auf den Turm bekommen. Und die scheinbar gerade hier den Vorteil haben und das ganze Spiel übernehmen wollen gegenüber Golden Guardians. Hornzer ist seit ungefähr 2 Minuten nur auf der Toplaner pushen so. Das gefällt ihm, der hat jetzt schon seinen leeren Stab. Höllendrache wird jetzt aber an Flycrest gehen, das gefällt ihm wiederum nicht. Guter Move von FlyQuest, schön was forciert. Ne? Sie haben nämlich das TP-Advantage nicht, sie haben das TP nicht auf Viper, das wurde benutzt, um den unteren Turm zu retten. Und jetzt wussten sie ganz genau, sie müssen irgendwas forcieren beim Höllendrachen, weil ansonsten wird Hornzer mit dem TP-Advantage was machen. Und das machen sie. Also das ist sehr, sehr overforced. Black Shield ist aber raus. Also wenn das getimed war, dann insane. Aber jetzt der Schaden. Das ist so krass. Es war aber auch wirklich gut gespielt. Der Q hinterher noch war wirklich gut. Und das ist jetzt ein bisschen, ja, optimistisch gesehen von Golden Guardians, da lang zu laufen, während sie gerade in Unterzahl sind, jemanden verloren haben und dadurch den Jungle zu laufen, wo eben FlyQuest gerade was macht. Schwierig. Schwierig. Ja, auf jeden Fall schwierig. Hier nochmal die Einwendung von LoL Esports. Ihr könnt uns natürlich auch twittern mit dem Hashtag LCSGear. Ja, wir sind nicht Hashtag LCSBigPlays, sondern mit LCSGear. Wir gucken uns natürlich eure Memes an, eure Plays, Clips, alles Mögliche. Alles, was euch auffällt zu LCS. Wenn ihr mal wieder Müll labern, könnt ihr es natürlich auch reklamieren. Aber wir würden nie Müll labern. Natürlich nicht. Nie. Staatlich anerkannte... Ich kann es nicht mal zu Ende führen. Oh, weil ich jetzt weiß, kommt deine Müll. das war ein Beispiel für Müll, aber sowas machen wir nicht. Eben. So, kommen wir zurück zum Spiel. Nächste Drache wird nochmal ein Höhendrache, da kann Golden Guardians das Ganze vielleicht wieder ausgleichen. Du hast eben schon gesagt, Hornster zum Beispiel würde sich sehr über diese 10% extra AP freuen. Ja, dazu muss es aber erstmal kommen. Ja, das wird FlyQuest sicherlich nicht zulassen. Aber es ist sehr interessant, es ist immer noch ziemlich, ziemlich even. Ne? 500 Gold ist jetzt eigentlich nichts nach 22 Minuten. Besonders, weil die 500 Gold normalerweise verteilt sind. Auch wenn ich behaupte, dass die auf Vladimir liegen werden. Und es zahlt sich wieder nicht aus. Ne? Der Lucian macht wieder nicht das, was man von dem Lucian gern hätte. Wild Turtle kommt jetzt problemlos ans dritte Item, hat seine erste Träne schon fertig, ist schon an der zweiten dran. Wird auch gleich beim Archangels sein und Lucian jetzt hier mit dem Essence Reaver. Interessant. Da hatten wir vorhin schon, bei Double Lift hat es geklappt, muss man sagen. Aber das ist auch nochmal ein anderes Kaliber. Ja. Also ich sag nicht, dass Deathly den nicht spielen kann, aber ich meine, wer Double Lift Lucian kennt, weiß, das ist sauber, das ist wirklich clean. Viel besser kannst du ihn nicht spielen. Und jetzt der Engage ist rüber. Oh, das ist eben auch seine Stärke. Man versucht hier Olli zu catchen, schafft das aber gerade nicht ganz. Das ist aber kein Problem. Du drückst Golden Guardians jetzt wieder ein bisschen zurück, hast weiterhin die Kontrolle. Aber wenn Golden Guardians es jetzt schafft, vielleicht um die Cooldowns rumzuspielen, vielleicht über Hornster, der lange nicht dabei war, aber der Schaden von Ezreal. Ja, die haben Ezreal, glaube ich, zu viele Ressourcen jetzt hier schon gegeben. Und der trifft aber auch alles. Das war blind. So, der Schuss war einfach blind und er trifft. Oder fast blind. Sie haben dann Pink, aber grundlegend schon noch blind. Das war schon wirklich ziemlich, ziemlich gut. Und jetzt wird es langsam aber sicher ein bisschen schwieriger für die Golden Guardians, die eigentlich mit dem Lucian jetzt was machen sollten. Es ist echt krass so. Der Lucian zahlt sich in der LCS und auch in der LEC eigentlich echt nie aus. Das ist übel. Ich meine, er ist trotzdem momentan super contested. Jedes Spiel gebannt oder gepickt. Aber wenn er gepickt ist,
hat man so das Gefühl, oder dann fragt man sich, warum? Weil es sieht nicht so aus, als wäre er wirklich stark, aber das ist einfach, du wirst dazu gezwungen, hineinzubauen, ja. Und das kann eben oft auch ein Nachteil sein. Ja, ich würde mir fast wünschen, dass wir heute keinen Luschen mehr sehen. Ja, es funktioniert einfach nicht und es wird langsam auch langweilig, wenn man den Luschen-Pick sieht und sich denkt, das Ding ist, wir sagen auch immer dasselbe. Luschen wurde gepickt, sie wollen im Early- und Mid-Game ein bisschen Druck mit Luschen machen, dann 20 Minuten später, okay, Luschen hat nicht funktioniert. So, keine Ahnung, das ist jetzt nicht das, was man unbedingt die ganze Zeit erzählen möchte. Jetzt sehen wir hier, wie Viper ein bisschen Probleme hat. Ultimate ist zur Verfügung. Flash rüber. Und ah, Redemption geht auch raus. Frog, ja, Stopwatch, kann ein bisschen Zeit rausführen. Olaf rennt vorne rein, aber da kommt Poe-Welter von hinten. Und die werden jetzt ein Sandwich genommen. Das kann ganz bitter werden. Ornold geht auch nochmal durch. Zwei Kills gefallen. Der Schaden von Riot Turtle wird verteilt. Der Kill geht an JJ. Und im Endeffekt ist da nur noch Deftly. Und der sollte jetzt auch noch fallen. Die Camille ist sogar noch da am Ende. Und das war es auch für Deftly. Nur noch Hornza ist da. Und der spielt so ein bisschen PvE, dieses Spiel, habe ich das Gefühl. Ja, Hornza wird das hier jetzt sicherlich... ist ja das über... Oh, was? Oh, der kriegt Riot Turtle vielleicht sogar noch. Die Ui, der kriegt ihn. Shutdown für Hornza im Endeffekt. Aber der Baron wird an FlyQuest gehen. Ja. Da ist halt die Frage, was genau die Golden Guardians jetzt da zu suchen hatten. Die stehen in der Mitte der oberen Linie und haben eigentlich so circa gar keine Vision im oberen Jungle. Ja. Da ist die Frage, warum? Nun, darauf kann ich euch leider keine Antwort geben, aber das hat auf jeden Fall FlyQuest sehr, sehr, sehr gut bestraft und bekommen dafür jetzt nicht nur das Ace, sondern auch noch den Baron. Und schauen wir mal. Also da wollten sie halt Viper catchen, aber so einen Zion zu catchen mit Ult und Flash ist halt schwierig. Und er nutzt seine Ult nicht mal, um rauszukommen. Der bekommt hier das Redemption und dann wird halt einfach geturnt. Hinten drin ist Galio. Und dann geht's halt richtig zur Sache. Ne? Jetzt kommt der On-Ult Sentinel von der Seite und das war's. Hornza ist nicht da. Oh, das ist 4 gegen 5. Und das war's. Da können die Golden Guardians gar nichts mehr machen. Vor allem, hast du gesehen, wo Forkens Ult hinging? Nee. 90 Grad in die falsche Richtung. Ja? Der hat fast den Faker gemacht. Der hat es im ersten Spieltag hat gemacht, 180 Grad in die falsche Richtung zu schießen. Und Forken gerade immer in 90 Grad. Minimap. Ja, kann gut sein. Wer weiß, jetzt irgendwie der nächste Drache wird angegangen. Golden Guardians will den haben, aber sie können den gerade einfach nicht contesten. Das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich und deshalb sehen wir auch, FlyQuest übernimmt das Ganze. Ezreal freut sich aber nochmal, der momentan mit seinem Hybrid-Bild sowieso reinknallt. Und das sind jetzt 17% extra Damage auf AP und AD. Also er kriegt mehr AD und AP alleine durch diesen Drake. Jetzt noch Mountain Dragon als nächstes. Also FlyQuest ist mit den Drachen, glaube ich, sehr zufrieden. Ne? Ein Bergdrache, zwei Höllendrachen und langsam aber sicher... Ich wollte gerade sagen, können sie für Baron gehen, aber den haben sie auch schon. Und das bedeutet, jetzt sind sie wirklich, wirklich in einer richtig guten Position. Und die Golden Guardians haben wieder so ein ähnliches Problem wie einige Teams heute. Die haben kein Wave-Clear oder nicht so viel. Und gegen Baron ist es sowieso sehr schwierig zu Wave-Clearen. Wenn man dann noch wenig hat, wird es noch schwieriger. Und jetzt fängt FlyQuest an, sehr aktiv zu werden. Türme fallen schnell. Gerade mit Wild Turtle, wenn er den W-Auto rauskriegt, wird's eklig. Wild Turtle geht jetzt sogar schon ein bisschen in die Defensive. Nur gegen Wladimir. Er hat gemerkt, okay, Wladimir tut weh. Hol sich jetzt einen Hextranker, das wird nicht reichen. Wenn Wladimir seine Combo auf ihn rauskriegen wird, wird das nicht reichen. Aber es hilft zur Not gegen die Ultimate. Und jetzt sehen wir den Outfit vielleicht. Yep. Aua. Und ich glaube, der W war sogar ausgelaufen. Ich bin gar nicht 100% sicher. Mega Aua. Deftly muss aufpassen. Die Ult wäre noch ready, wenn er den Snipe landen kann. Ja, aber Lucian ist natürlich mobil genug. Mit seinem Dash, aber man kann jetzt eben an den Turm rangehen. Währenddessen Pobelt auf der oberen Linie, Viper auf der unteren Linie. Das können die nicht verteidigen. Nee. Keine Chance. 1-3-1, niemand spielt. Und Golden Guardian steht da und guckt zu. Das ist halt Weh und Auto-Attack. Und der Turm verliert einfach ein fünftel Leben. Die Golden Guardians haben halt auch kein Hard-Engage, ne? Und das ist für Wild Turtle halt der Traum. Hat hier einen Iceborne Gauntlet, kann immer verhindern, dass die Gegner auf ihn drauflaufen. Außer Olaf zieht halt wirklich alle Register. Aber dann springt er halt weg und da wird halt nichts passieren. Wenn er den Outfit jetzt noch irgendwie kriegen würde mit einem Minion, wäre der Turret auch schon weg. Pobelt da oben hat den Turm auch schon fast. Nicht nur fast, jetzt ist er weg. Unten kommt Viper, hat den T2. Jetzt geht der Midlane-Turm drauf. Das ist halt wunderschönes League of Legends hier von FlyQuest und Golden Guardians weiß einfach nicht mehr, was sie machen sollen. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich in dieser Season der effizienteste Baron, den ich bisher gesehen habe. 5500 Gold plus gemacht durch den Baron. Vermutlich jetzt sogar noch einen Inhib und ich meine, wir haben ja noch 25 Sekunden. Mit dessen Botlane wird auch weiter gepusht. Der Turm wird noch mitgenommen. Das sind noch ein bisschen mehr Gold. Ja, wir kommen da auf über 6000 dann im Endeffekt. Also es ist ein 6000 Baron Powerplay, das ist halt insane gut. Und es sind halt zwei Inhibs offen, einer ist zerstört. Und wahrscheinlich jetzt auch gleich der zweite down. Und FlyQuest kann das jetzt einfach aussitzen. Wenn du so viel Druck hast, dann kann, also Golden Guardians, du hast schon gesagt, hat kein Wave Clear. Die können wir gar nicht raus. Ja.
Jetzt halt die Frage, will FlyQuest hier jetzt das beenden oder wollen sie einfach den Inhib nehmen, basen und sagen, wenn du nochmal passt, wir gehen nochmal shoppen und dann ist es eh vorbei. Das funktioniert sehr gut. Wenn sie jetzt wirklich hier für den Finish pushen würden, ist das riskant. Der Inhib wird schon gut verteidigt von den Golden Guardians, das ist klar. Ah, Probeta muss da aufpassen, wird in den Häcksler gezogen. Jetzt könnte man das einmal Wyatt Giant jetzt schauen. Schaut euch die Lebensbalken an, die sind nicht mehr existent. Probeta lebt. Der nächste Kill, Double Kill im Endeffekt. Ein Probeta hat das Ganze sogar noch überlebt, springt sogar noch mal rein. Double Tortier, das macht er so stark. Man lässt zwar noch mal sein Leben, Deathly wird auch noch mal abgeholt. Hornstar, du bist jetzt alleine da, du musst das jetzt retten. Viper gegen Hornstar, Triple Kill mit den ehemaligen TSM-Toplaner. Aber Viper. Die Base liegt in Trümmern. Du hast keine Chance mehr, jetzt kommen gleich 6 Supervasallen pro Wave. Und das kann Hornstar kaum verteidigen. Oh Mann. Also als Wild Turtle Frog getötet hat und damit die Ultimate im letzten Sekündchen noch unterbrochen hat und Probel das überlebt hat, dachte ich, okay, das hat jetzt FlyQuest, aber Hornstar macht so viel Schaden mit den Flatpen Boots. Jetzt sehen wir den ganzen Fight hier nochmal. Probelter wird jetzt hier gleich gecatcht von der Morgana Q und das ist halt der Go-Moment für die Golden Guardians. Im besseren Englisch kriegen sie nicht. Probelter ist vorne und wird jetzt in die Ultimate und dann BUM! Elf Ultimate, hittet 2 Leute, macht super viel Schaden. Und das sieht sehr, sehr gut aus für FlyQuest, da wollen sie weiter, aber leider wird jetzt Vladimir hier eklig. Ne? Es sind halt die Hauptcarries. Urgold ist ja so gesehen nicht so wirklich ein Carry. Da ist halt viel Schaden da und Wild Turtle kann einfach gegen den Vladimir kaum überleben. Hätte Wild Turtle hier überlebt, gerade so, wäre es sofort GG gewesen. Aber Hornstar hier nochmal, der Fels in der Brandung. Aber ich glaube nicht, dass FlyQuest das hier wirklich noch aus der Hand geben werden. Die waren jetzt nochmal shoppen. Wild Turtle hat jetzt hier einen ganzen Hex der Gunblade mehr. Und vor allem, gleich wird Orn nützlich. Ja, seine Passive könnte nämlich gleich einsetzen. Gleich geht's Level. Los, Ladies and Gentlemen. Ja, dann könnte das Game nochmal eindeutiger werden, Fragezeichen. Ja, denn man ist sowieso schon weit vorne. Aber man muss sagen, auch ohne diese Orn-Passive, super wichtig einfach durch seine Eröffnung. Ja. Orn-Ult ist dafür einfach so gut. So ein starker Ultimate. Ja, und wir sehen, also 3 Inhibs sind down, es kommen 6 über für seinen pro Wave. Ja, jetzt wird halt gewartet. Und Ezreal poked, Galio poked. Und das Ding ist, Golden Guardians hat da kein Engage. Die warten halt darauf, dass ein Morgana Q trifft, aber das passiert halt, wenn FlyQuest gut spielt, nicht. Und dann war es das gleich. Also es geht noch eine Minute das Spiel, sag ich euch. Ja, das heißt, auch hier werden wir nicht über die 35 Minuten kommen anscheinend. Es sei denn, Golden Guardians kann jetzt noch diesen einen insane Fight raus. Und vielleicht, wenn sie Wild Turtle sofort rauskriegen, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ah, der Nexus-Turm, der steht noch. Ja, der Root sitzt zumindest. Olaf will jetzt reinrennen. Convex hat Bock. Das wird nichts. Aber Redemption wird gezündet direkt defensiv. Man hat sofort wieder volles Leben. Ja, und jetzt kommt der Orn. Re-Engage. Flash ist hier gut gesetzt. Ezreal geht auch komplett ins Leere. Der Schaden soll aber trotzdem ausreichen. Horns an der jetzt kommt der Galio mit rein. Schmeißt da immer einen Froggen hoch. Der jetzt auch gefallen. Wyatt Turtle teilt einfach aus Horns. Da gibt er sein Bestes. Aber sofort. Oh, das Black Sheet war wichtig. Sollte aber nicht reichen. Offensiv nochmal von Wyatt Turtle. Und das ist der Win für FlyQuest. Ja, das war halt. Golden Guardians, das war jetzt nicht falsch von Golden Guardians, da zu engage. Die wussten ganz genau, sie müssen irgendwie rein, sie müssen was machen, weil ansonsten wird ihre Base einfach von den Super Minions überrannt. Und da war das Morgana Q, das ist so ihr einziger Engage, die haben sonst keinen wirklichen. Und da war das Team aber, hat gemerkt, Camille kommt noch wieder raus. Und Olaf wollte rein, der Rest des Teams wusste, wir wollen nicht rein, aber irgendwie müssen wir rein. Das ist alles ein bisschen eklig, die Situation. Und ja, da hat dann einfach FlyQuest gekitet und ja, GG. Ja, ärgerlich für die Golden Guardians, natürlich haben sie sich einen besseren Start erhofft, aber FlyQuest hier, muss ich sagen, hat mich positiv überrascht, gerade White Turtle. Ich meine, Ezreal ist momentan stark, aber White Turtle hat ihn auch eben gut ausgenutzt. Viper sowieso, ich meine, er hat auf der Topline Probleme gehabt gegen Vladimir, aber als Saiyan machst du auch nicht so viel. Ja, kam halt klar, war solide. Ein Problem, das ich gesehen habe bei Golden Guardians, was mir so aufgefallen ist, dass Hornstar geführt nur alleine unterwegs war. Ja, er will halt scalen, er will halt farmen, er will die Ressourcen sammeln, aber das ist immer so das Problem mit solchen scalenden Champions. Wenn du Ressourcen sammelst, bist du halt nicht beim Team. Du bist halt nicht, du trägst halt nichts zum Team bei, außer zu sagen, Leute, gebt mir noch 10 Minuten, dann habe ich 70 Items und dann mache ich wirklich Schaden. Das hat er ja. Und er hat es ja oft verteidigt und er hat sich ja oft Mühe gegeben und er hat ja oft noch so dieses letzte Krümelchen, was noch da war, sich geschnappt. Aber es reicht halt nicht, ne? Wild Turtle hat wirklich unfassbar gut gespielt. Irgendwie jeden Ezreal, den wir heute sehen, der Shepard komplett und jeden Lucian, den wir sehen, der Shepard nicht komplett. Ja, das ist halt momentan so ein bisschen der Trend. Wir haben natürlich gleich nochmal ein Interview und nämlich nicht alles durch, wir haben gleich nochmal die Highlights. Für Golden Guardians natürlich jetzt ein sehr nüchterner Start. Du hast mit Froggen einen so erfahrenen Spieler mit dabei, der jetzt auch nicht wirklich gut performt hat. Ich meine,
es ist schwierig, den Urgott hier irgendwie, also als Urgott hier noch den Unterschied auszumachen, finde ich. Also er hat gar nicht so die Möglichkeiten, aber naja, wir werden mal schauen. Erstmal das Interview. Viel Spaß dabei. It was really exciting. I'm really glad I got to win my first game. I was a little nervous, but my team carried me, so we won. And tell me about the moment and what it was like for you when FlyQuest first approached you and asked you to be their starting top laner for this year. I was actually really excited because I've always looked up to the players at FlyQuest. I really like the team. My teammates, I really like them. Centaurin's a good friend of mine, so it was a good reach out for them to come to me. And what are you... And look at that, you've already made fans in the audience, but what are you yourself hoping to prove come the split? I hope I can prove myself to show that I can be one of the best top laners. That's my only goal. Even though that game didn't show it really well, but I think I got it. Well, Viper, thank you and congratulations again. And for more in the game, let's hear from the State Farm Analyst Desk. Danke, Ovili. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Super nett von dir. Nice. Ja, es war, also Viper hat es selbst so gesagt, er war ehrlich, es war jetzt nicht die beste Performance direkt. Es war halt, was soll er machen, erzählen. Aber er will prüfen oder zeigen, dass er eben der beste Toplaner ist. Das ist eine Ansage. Das ist eine richtige Ansage. Ich meine, du meintest vorhin, man soll noch zeigen, so, dann sag auch, dass du krass bist. Ja. So. Hat er gemacht. Ganz ehrlich, das Ding ist, das ist meine persönliche Meinung, okay? Aber ich finde, wenn du in der LCS spielst, wenn du generell in der Öffentlichkeit stehst, solltest du versuchen, wenn du was kannst und wenn du eine Persönlichkeit hast, die zu zeigen. Das hat Doublelift. Ja. Doublelift, wenn du Doublelift hörst, dann weißt du, wer das ist. Du weißt, Doublelift ist Doublelift. So. Doublelift. Ich muss nicht mehr sagen, Doublelift ist Doublelift. Warum? Weil er einerseits sehr konstant spielt, weil er gut spielt, aber weil er eben diese Persönlichkeit hat und sich nicht scheut zu sagen, ihr seid Trash und ich nicht. So, und wenn du was reißt und wenn du gut bist, dann sag es. Weißt du, das Ding ist, wenn du Trash talkst und wenn du richtig so ein bisschen herablassend bist, kannst du das machen, aber du musst doch performen. Ja. Ne, das hatte Forgiven, der hat, wir kennen alle den Move, so, aber an den erinnern wir uns alle. Das ist richtig. Ja, Replays auch nochmal, damit wir uns daran erinnern können. Ja, das war sehr, sehr schön, ne? Runter TP'd von Popelter und die Galio Ult. Und das war ein sehr, sehr schöner Kampf hier von FlyQuest. Gut, disengaged, das reicht halt nicht. Und sowas sehen wir hier überall, dass FlyQuest einfach sehr, sehr lange Reichweiten-Engages findet und Wild Turtle trifft halt alles. Das war so schön. Bumm. Schön Ult, oh, Q. Mm. Es schmeckt so gut. Und das war der fragwürdigste Moment, wie ich finde, hier von den Golden Guardians. So ein Overforster Engage wurde super hart gepunished von FlyQuest mit dem Flank von Pobelta, mit den Flanks von Pobelta und Centrin und dem Engage von JJ. Und FlyQuest hat das wirklich gut gespielt, finde ich. Und wir sehen generell den Trend, ne? Immer die ersten so 20 Minuten im Graphen, im Goldgraphen, das ist immer noch sehr, sehr equal und ein Team fängt dann an, zu zeigen, jetzt geht's los. Und ja, wirklich richtig gut gespielt. Ja, muss ich zustimmen, wir sehen das Ganze natürlich mal in der Übersicht. Ezreal sah natürlich nach mehr Damage aus, aber ist natürlich in den Momenten, in denen wir es sehen, ist halt sehr viel Schaden auf einmal, aber hat dann natürlich auch Down-Phasen. Trotzdem muss man sagen, für mich auch Wild Turtle, hier der MVP in dem Spiel, hat natürlich FlyQuest getragen. Es war eine Teamleistung, aber trotzdem brauchst du dann eben, die man ja auch Ezreal so gut ausreizt. Ja. Wie der gute Jackson Wild Turtle Tran das gemacht hat. Und Leute, diesmal aktualisiere ich es direkt, denn wir haben ja noch ein Spiel, nämlich Clutch Gaming gegen Echo Fox. Das Match, in dem die Teams einfach dachten, wir tauschen unsere Spieler. Ja, zum größten Teil, oder? Ja, bei Echo Fox muss man sagen, weiß ich nicht, ob die jetzt den besseren Trade hatten. Die haben jetzt Apollo, Haku auf der Botlane. Schwierig. Und Clutch spielt mit einem sehr koreanisch angehauchten Team. Sie haben Piglet, sie haben Huni, sie haben Lyra im Jungle. Das könnte theoretisch ab dem Summer Split könnten sie ein Full Korean Team spielen, weil Piglet dann Resident ist. Huni noch nicht, aber ich glaube Lyra dann auch. Also ja, das könnte sehr interessant werden, was sich da entwickelt. Wir gehen jetzt in eine kleine Pause, so wie immer, vor dem letzten Spiel natürlich. Bleibt noch wach, bleibt noch dran, wir sind gleich wieder da. Bis dann. Macht das wunderbar! Was ist denn da los?